Wir haben das in der Besetzung zwei Gitarren und Continuo mit der Orbe und Barockgitarre. Das ist gar nicht so untypisch. Im Barock hat man viele dieser Konzerte auch einfach mit einer Continuo-Gruppe, je nachdem, was man da hatte, begleitet. Die Kombination mit Theorbe und Barockgitarre, super. Erweitert das natürlich das Spektrum und macht natürlich noch einen Klang, der barocktypischer ist. Den Zupf-Continuo-Instrument finde ich besonders reizvoll. Hört man noch seltener, aber ich bin mir sicher, es wird immer häufiger.